So, das ist eine Tankstelle, die müssten wir eigentlich durchsuchen. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich müsste Die eigentlich Tankstelle mal gerade. statt den Hände dich tracken. Schlauerweise. Ah, Schießpulver, sehr gut. In der Tankstelle bin ich gerade. Ja, ich, genau, ich laufe Hinten gerade in um. der Garage. Ich laufe gerade im Kreis um dich drum rum. Ja, es reicht ja, wenn da einer ist. Lauf gerade im Kreis um dich drum rum. Lalalala. Ich entsorge so lange mal die Zombies, die hier vor der Tür stehen. Kommst du auch Ja, bewacht wieder vor allem den safe Eingang, ne? raus? Also den Hintereingang, den ich benutzt habe. Hauptsache, du hast einen Ausgang und im Idealfall sind es zwei. Ich habe nämlich Wollen wir die einmal. Pokale? Ja, direkt Alles mitnehmen. direkt umwandeln und mitnehmen. Glas brauchen wir jetzt wahrscheinlich eher nicht so, aber. Wegschmeißen kann ich später immer noch. Ja, richtig. Ja, Oder aber wenn dann hast du dein Inventar Inventar, nicht so wenn viel, dein weißt du. Inventar voll ist und du andere Sachen brauchst, dann kannst du Gut, das dann immer musst noch du wegschmeißen. Prioritäten setzen. Dann kannst du Gläser wegschmeißen. Wir haben hier noch vier Stacks, 4,5 Stacks leere Gläser. Schade, hätte klappen können. Hier sind gerade extrem viel Hornissen am Stissen. Das sind Horstissels. Ja, komm rein, ich hab Bier gefunden. Können wir chillen. Ich weiß noch, wann wir das zuletzt gemeinsam ein Bier tranken. Es war auch bei einer Tankstelle. Wir saßen oben auf dem Dach und wurden von allen Seiten umgekotzt. Oh ja, oh, Jesus. Das das war so war ein lustig. Moment, ja. Das war aber auch ein Biermoment. Ja, das war echt so einer. Da jede darf Frau Bier, hätte weißt du. hysterisch geschrien und Panik geschoben, aber es war einfach der richtige Moment. Das war so geil. Die Welt geht um uns herum unter. Es ist pure Chaos. Die Slimies kriegen es hin, Fetzen vom Dach nieder zu bröckeln. Ich Hinten hab die Bier Tanke dabei, komm, wir setzen explodiert. uns, alles klar. Chill. Mittendrin, weißt du, er hängt an die Lüftungsschächte noch einen Fernseher dran, legt eine Matratze davor. Ah, ich hasse meine Grafikkarte. Wieso? Ja, ich habe doch letztens mal von diesem Bildfehler erzählt. Dass plötzlich mein Bild so komisch geteilt ist, dass auf dem linken Bildschirm der Ja, linke Rand ist und dann das habe ich jetzt gerade wieder. wie gut, dass du gerade keine Aufnahme machst. Ja, ich bin fertig. Die ist leer. Aber nervig ist es trotzdem, weil das tut Ja. jetzt einfach so nicht mehr. Ach, das regelt Immer. sich halt auch nicht mehr miteinander. Nee, das regelt sich durch einen Neustart. Also bin ich mal kurz weg. Dann bis gleich. Jo. So, meine Aufnahme läuft noch. Was bist du denn für eine? Ach, du bist schon offen. Ich glaube, ich laufe auch momentan ein bisschen sinnlos im Zickzack. So, du hast die Tankstelle leer. Ja. Let's go to the Jetzt next. bei Working Stuff Tools bin ich Ja, gerade ich hier. sehe dich. User disconnected from your channel. Verfolgt von einer Ollen und einem Ah! Wackelzombie. So, hier noch ein bisschen die Autos durchwühlen. Da ist nix. Hier Was ist rein das jetzt. hier? Working Stiff Tools? Ja gut, hier scheint ja auch überall schon gewesen zu sein, ist ja alles offen. Brass-Pokale nehmen wir mit. Ach du Scheiße, ist ja noch nicht mal offen hier. Ja, ist schon offen. Wir waren hier schon drin, aber das ist Ja, alles nicht neu mein gespawnt wieder. die Kiste. Ja, die sind ja wieder neu gespawnt, die sind alle zu. Nicht zu. Ich hasse ja diese Werbeschilder von diesen Buden. Wie die funktionieren. Sledgehammer. Kann man auch mal mitnehmen. Alter, da sind 64 Woodframes drin. Das habe ich auch noch nie erlebt in der Kiste. So, das ist ja auch geil. Doch, bei diesen Work-Dingern sind manchmal so affig viel. Auch schon 100 von diesen Brettern einfach oder so. Ach, du warst hier komplett überall. Ich nehme an, ich muss dir nicht hinterherlaufen und alles nochmal öffnen. Ach, komm her. Hier ist noch viel, sehr viel sogar. Problem ist, wir sammeln jetzt hier Alter, Wasser und Bier und hast du nicht gesehen, wir sammeln hier 1000 Sachen ein, Ich habe aber 3 von diesen von den Hacken fürs für den Garten. Cool. Aber das ist eindeutig ein Zeichen von ganz oben, dass du langsam dein Feld anlegen sollst. Ja, immer eine gute mit. Ja, ich habe jetzt noch eine vollkommen intakte Spitzhacke und was war das andere? Achso, ein Vorschlaghammer. Und nochmal 64 Woodframes, Alter! Schon wieder so ein Scheißding, das gibt's doch nicht! Ob dir irgendwas sagen will. Du sollst ein scheiß Feld anlegen. Ich glaube, er will das hätte ich sagen, dir aber ja. auch sagen sollen, aber Repair Tool kann mich mal. Oh, ich hab eine Nagelpistole gefunden. Oh, edel. Geil, ich glaube, wir haben 5 Nägel, da können wir ja jeden lang schießen. Nee, ich hab noch
zwei Kunden gerade. Yeah. Yeah. Hier ist meine Kiste. Sorry. Was man daran erkennt, dass keine Gartenhacke drin ist. Ja, und hier ist wahrscheinlich wieder eine. Es war eine drin. Schaufel drin. Noch eine Nagelpistole. Oh. Oh mein Gott. Warte, willst du eine Nagelpistole haben? Ah, ich hab niemanden zum Nageln. Toll, hier sind Woodframes drin. Wir müssen leider wieder nach Hause gehen. Meine Tasche ist voll mit Woodframes. Meine auch fast. Was ein nutzloser Scheiß. Und was mache ich gerade? Ich baue Woodframes. Danke. Komm, ein Haus geht noch. Ein Haus geht Deswegen sage ich dir ja. Hier drüben. Aber wo kommen wir denn her? Von da. Hier ist Kino noch. Komm. Da war ich noch gar nicht drin. Das kleine ist nicht, das Kino ist doch größer. Was ist das hier? Das ist irgendein Bunker. Kino müssten wir eigentlich. Kino müssten wir komplett gesondert gehen, weil Kino dermaßen voll ist mit Zeug. Da brauchst du ein komplettes Inventar eigentlich für. Okay. Guck mal, was das hier ist. Da ist auch ein Laden mit großen Kisten. Aber auch schon mal offen gewesen. Bist du drin? Ja, auf der anderen Seite ist offen. Warum hackst du mir dann hier diesen scheiß Ding ab, ey? Kacke! Keine Ahnung, weil du Bock drauf hast. Ja, ich dachte, ganz cool. Das war die Glasscheibe. Empty, ewig lang aufgehackt, ja, und da ist nichts drin. Da haben wir noch ein paar Brass und ein paar Papers. Apropos Brass, eine Runde ins Inventar und mal das ganze Zeug hier umwandeln. Vielleicht nochmal beisammenlegen, dass wir hier Ordnung haben. Guck mal, das ist Lead. Das ist Eisen. Ich habe auch zwei Hard Metal Doors gefunden. Je nachdem, wie weit wir die vielleicht noch brauchen können oder nicht, weiß ich nicht, aber hab's halt gefunden. Kann man immer brauchen. Hard Metal Doors. Die sind kann auch man immer brauchen. Ach, scheiße. Theoretisch verhältnismäßig teuer. Habe ich das Papier weggeschmissen vor lauter Eile. Hat er eingesammelt. Gut. Tungsten ist auch so vollkommen sinnlos eigentlich. Auch kein Mensch. Boah, fett. Ich glaube, das Einzige, was man aus diesem Tungsten bauen kann, ist der Glame Block. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz coole Sachen gefunden bis jetzt. Hast du die gut. Kisten alle schon durch, ja, ne? Ja, die sind alle durch. Sauber, dann kommen wir hier raus. Ich höre schon ziemlich viel. Vielleicht findet ihr noch einen Waffenladen, aber da solltet ihr vielleicht auch gesondert hin. Dann. Ja, jetzt sind wir voll. Gerade für die ganzen Waffenteile. Du guckst mal kurz unten, ich guck kurz oben. Das muss nicht unbedingt eine Hornisse sein, das sind diese Kack-Werbeschilder von diesen Läden, die summen. Das macht dann völlig wahnsinnig. Take all, ich glaube, ich werde. Ach, da drüben kommt der, okay, ist mir egal. Wohin müssen wir? Ja, ich hatte nur noch das Auto gesehen und habe gedacht, das nehme ich noch mit. Und dann habe ich das nächste Auto gesehen und habe gedacht, das nehme ich noch mit. Und dann kam das nächste Auto und du hast gedacht. Das lasse ich stehen. Das lasse ich stehen, mein Inventar ist voll. Naja, ich kann die Radkappen schnell noch umwandeln und dann habe ich wieder einen Platz frei. Zack. Ich hoffe ja auf einen Bohrer, aber... Hier hey, raus, Kollege, du hast einen Pfeil im Kopf. Alter, jetzt dreht er sich um. Die Sau. Ich hoffe mal ins Lager, ja. Alles klar. Aber den schafft er es ja auch ohne mich. Ja, ja. Mittlerweile bin ich hier doch recht geübt. Dank sehr, sehr viele Stunden, 7 Days. In verschiedensten Varianten. So, wo geht's denn hier Richtung Haus? Da lang. Da, wo der Spider-Zombie steht. Ey, du hast Woodframes, ja? Ja. Voll 2,5 Stacks. Ja. Sag mal, nein. Wenn du vorne an der Brücke bist. Nein, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Martin, komm mal bitte zu mir. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach da, du hast einen Hund. Nein. Du hast einen Hund. Lauf, 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 renn, renn, hör auf zu schlagen, nein. Renn. Ah, ich sag doch renn. So. Ja gut, aber du kannst ja jetzt einfach dein ganzes Inventar, das Praktische, deinen ganzen Rucksack jetzt leeren, wenn du gespawnt bist. Dann ja, und weißt hin. Du, was ich alles in meinem vorderen Inventar schon hatte, weil ich so viel voll war? So viel voll. Das Problem ist, ich bin auch randvoll, ich könnte es dir nicht mitbringen.
Ne, ich komm hin. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das wird ja schon gehen. Die sind noch weg, dann komm ich. Der Hund ist davon gelaufen, ich kann ihn nicht wegschießen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Boah, deine Hände da hinten schön ist. Nein, da ist wieder irgendwas. Ja, total geheim. Mitten in der Wiese vor unserem Ausguck baue ich was auf. Ich mache jetzt hier keine Surfer-Einblendungen, dass Hände viele Geheimprojekte hat. Das kann aber. Aber gar nicht. Bei Seven Days to Die sind sogar Medi zu aufwendig. Außerdem habe ich ja hier zu tun. Das bist du auf dem Weg hierher? Ja, ne, oder? Ja, ich bin gleich da. Okay, dann werde ich, jetzt anfangen, die Zombies hier wegzulocken. Es werden nämlich immer mehr. Kommt, meine Lieben, kommt spielen. Kommt mit. Es sind ja sau viele. Ja, warte noch einen Moment, dass ich die hier wegkriege. Das ist eher, gell, wenn du alles nimmst direkt. Ja, ja, genau. So, ich glaube, die. Jetzt kannst du durchrennen. Hin, R drücken, wegrennen. Kommt, meine Süßen. Alles klar. Und ab Marsch. So viele jetzt auf einmal. Ist ja, krass. Ist egal, lass laufen. Bin mir ziemlich schnurz. Also du wolltest jetzt unbedingt weghauen. Ich mich frag, ach, da ist der Hund. Gute. Die sind ab. Ist er wieder. Nein, warte! Da ist er wieder. Nein, warte! Schieß, schieß. Alles gut. Die Zeiten sind vorbei, dass ich mich von Hunden verarschen lasse. Jetzt verarscht er die Hunde. Richtig. Ab 11.45 Uhr wird zurück verarscht. Rückgebaut. Bautzi! Alter, diese Festung sieht dermaßen lustig aus. Gerade so von der Seite, es ist so ein bisschen, wenn man da Glaswände drin hätte, wäre es einfach wie so eine, weißt du, wie so ein Wintergarten da oben. Ja, stimmt. Schon voll chillig. Und pass auf, ich habe links und rechts ein bisschen die Spikes, sagen wir mal, vervierfacht. Ja, einfach nur noch über den Steg laufen und fertig. Ja. Ja, auch nie vom Steg fallen, gell? Vergesst nicht, sobald ich mal rechts links runterfalle, seid ihr tot. Ja, direkt tot vielleicht nicht, aber ich sag mal, angenehm ist das jetzt. Also mit, nicht, halben, ne? Mit halbem Leben bist du komplett tot, wenn du reinfällst direkt. Ja. Hab ich schon erlebt, leider. Das war nicht schön. Hab ich mal ausprobiert, da. War scheiße. Schön, Truhen oben sind weg. Cody, wo soll ich jetzt dein Zeug hin tun? Eine Truhe müsste da noch sein. Eine ist hier noch, ja. Einfach nur eine gelassen, um das Chaos einzudämmen. Ja, ich war gerade dabei, das da zu ordnen, als ich plötzlich. Entschuldigung, ich bin gerade kurz weg müsste. Ja. Aber ich habe eben gerade gelesen, auf der Teamseite von 7 Days, dass wohl im März noch ein Update kommt auf die Alpha 11. Oh je. Heißt das etwa ein Wipe? Das stand da jetzt nicht dabei. Das würde mir in der Seele wehtun. Ja. Zeug am besten nicht weg. Wegen dieser Bude, sondern wegen der anderen, muss ich gestehen. Mhm. Toll, danke. Hallo. Ja, ich habe auch noch ein paar andere. Mhm. Ja, und meine eigene, das. Och, du Scheiße, muss ich das mal auch. Meine eine ganz alte Welt, die spiel ich schon so ewig, da habe ich einen kompletten Bunker aus Beton. Da muss ich auch dann. Wann stand da genau wann? Oder nur im März? Da stand, dass sie noch ein paar Sachen zu erledigen haben und hoffen oder annehmen, dass sie aber noch im März es rausbringen. Gut. Also wahrscheinlich wird es Ende März, aber März. Das bedeutet, oh, da sind noch Breast-Trophäen, die kann ich da gerade mal umwandeln. Diese Fakt-Tanksten-Trophäen, die sind so nutzlos. Hm. Nutzlos. Nein. Oh, nein. Du machst doch kaputt, du Saubacken. So. Kollege. Kollege? Kollege Schnellschuh. Genau, exakt der. Deine Wenigkeit. Ja. Brauchst du Woodframes? Ja. Warum machst du denn den Gang kaputt? Das geht nicht, da oben ist. Da kannst du da war Gravel. Achso. Achso, probier doch mal aus, wie das funktioniert mit den kleinen Steinen. Die haben wir immer noch nicht getestet. Und ich probier's gerade mal selbst. Ah ja, aus kleinen Steinen Kies herzustellen. Hm. Ich habe ja kleine Steine hier. Na. Ich glaube nicht, das geht nicht. Doch, ja? Funktioniert. Funktioniert.
Warte, ich gebe dir gleich mal Kies. 37. Das macht die Sache doch wesentlich einfacher. Kommt ein Gunpowder und... Wo hättest du es denn gern? Lösen hin. Gunpowder kommt in links A1. Ah, ne, das Gravel, das war doch hier unten, war doch hier war doch eine Steinkiste. Gunpowder. Ne? Und Gravel kommt in die Naturkiste. Ja, und die im Hülsen? Auch oben. Hab ich dir reingepackt, dein Kies, kannst du verwursteln. Ganz links müsste eine, in der ersten Spalte müsste eine freie Stelle sein. Nägel für die Nagelpistole. Danke für das Kies. Nägel gehören in die Munitionskiste. War hier mal eine Nagelpistole gefunden. Das ist so geil, wie das hier immer abgeht. Klack. Wo hast du denn? Komm mal ausprobieren, die Nagelpistole. Rüttmiger, komm mal her. Guck mich mal an. Ich möchte von dir nicht genagelt werden. Obwohl. Die Pistole, die macht so. Die ist voll geladen. Oh mein Gott. Ja, damit habe ich ja auch schon rumgespielt. Übung. So, Weapon Repair Kit. Hier oben, okay. Dann. Wo ist die Munitionskiste denn? Find die nicht. Ah ja, hier. Ach, stimmt. Man erkennt sie nicht, weil ich alle Munition rausgenommen hatte. Achso, das ist die Munitionskiste. Aus Sicherheitsgründen. Im Tresor jetzt hinten bei dir am Schreibtisch oder was? Genau. Kommt, wo kommt dein Arbeits-, also Grundmaterial für Muni, also Baumaterial oder wie auch immer? Die kommt links A1. Soll ich das Ölfass, was ich gefunden habe, hier hinstellen? Ach da, okay. Dann pack ich dir da mal ganz viel Papier rein für die Shotgun-Muni, die ich verbraten habe. Mhm. Dafür bringe ich über einen 64er-Stack Papier mit. Und Bücher? Da auch dazu. So. Jetzt ist ja schon wieder so ein blödes Fass. Du, Bira. Ja. Gibt es an der Decke? Warum gibt es an der Decke? Weil ich das schön fand. Nein. Wandelt es direkt in kleine Kanister um. Stellt das gar nicht irgendwo hin. Achso, Henne. Bring's mir gerade hier raus. Was? Die Woodframes. Geht das? Kann ich die da irgendwo hinbringen? Warte mal, ich hab ich habe hier keine Truhe. Leg's oben in die Truhe. Okay, leg's oben in die Truhe. Haben wir hier eine Kiste für Bauzeug, so Einrichtungsgedöns oder sowas? Ja, es gibt hier, ja, da bin ich gerade dran, es gibt hier noch so eine Kruschkiste momentan. Die da wäre? Du kennst ja den Krusch. Ah, rechts C2. Ah ja, oh, da sind ja noch mehr von den Woodframes. Die bring ich mal alle im Hände hoch. Aus den Hubcap. Könnte man eigentlich Eisendings machen? Was wollte ich denn hier jetzt reinlegen? Ach, die Hot Metal Doors. Gut, dann Essen, Trinken habe ich noch. Wie sieht's aus bei dir, Timo? Bist du bereit für eine zweite Runde? Jo. Alles klar. Warte kurz noch. Nur Alkohol hier, Grain Alkohol. Leckerchen. Alles klar. Ach, das wollte ich gar nicht, scheiße. Die Frames sind abgelegt. Perfekt. Oben, ne? Ja. So, und da ist doch bei mir mal wieder die Wellness nach oben gegangen. Das ist sehr, sehr schön.